Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie bitten, nun Platz zu nehmen, denn ich will Sie begrüßen zur zweiten Plenarsitzung des Hessischen Landtages heute am Dienstag, den 5. Februar 2019. Ich habe das eben mit den beiden Damen hier schon besprochen. Ich bin aufgeregter als bei der konstituierenden Sitzung, und Frau Wallmann wies darauf hin, dass das mit meinen Mitstreiterinnen wahrscheinlich zu tun hätte. Ich will Ihnen danken, dass Sie heute alle nach Wiesbaden gekommen sind. Vor dem Eintritt in die Tagesordnung noch einmal insbesondere Sie alle beglückwünschen, aber insbesondere natürlich beglückwünschen die vielen neuen Kolleginnen und Kollegen zu ihrer neuen Aufgabe hier im obersten Verfassungsorgan unseres Bundeslandes. Ich will Sie begrüßen namens des gesamten Hauses sehr herzlich. Und ich bin sehr sicher, Sie werden alle eine echte Bereicherung sein für diesen neuen Hessischen Landtag mit Ihren neuen Sichtweisen, natürlich auch mit neuem Elan und mit den sehr vielfältigen beruflichen, aber natürlich auch Lebenserfahrungen, die Sie hier mit in den Hessischen Landtag bringen. Ich will Ihnen sagen, fühlen Sie sich einfach wohl. Jeder hat hier mal irgendwann angefangen, und für jeden ist das eine neue Situation, so wie für uns auch hier vorne das eine neue Situation ist, für Frau Wallmann nicht. Die kennt das schon, eine Wahlperiode. Ich will anregen, dass Sie sich einbringen, und ich will Ihnen auch zurufen, lassen Sie sich nie entmutigen. Man kann sie gar nicht entmutigen, und insbesondere dann nicht, wenn sie sich einbringen. Wir alle, die wir schon ein bisschen hier dabei sind, freuen uns auf Sie. Auch das darf ich Ihnen sagen. Und ich will Ihnen noch etwas anderes sagen. Die Verwaltung des Hessischen Landtages tut wirklich alles, und sie setzt auch alles daran, dass Sie auch Freude bei der Arbeit haben werden. Und wenn mal etwas nicht klappen sollte, das kommt in den besten Häusern und natürlich nur in Ausnahmefällen bei uns auch vor, dann sprechen Sie bitte meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch mich persönlich an, wenn es das eine oder andere aus Ihrer Sicht zu regeln gibt. Wir stehen Ihnen nicht nur immer zur Verfügung, sondern wir stehen Ihnen auch selbstverständlich, und wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Denn wir alle sind Kolleginnen und Kollegen, und deswegen unterstützen wir uns natürlich auch gegenseitig bei unserer Arbeit. Und um Ihnen dann auch einmal die Leistungen und auch, ich sage mal, die Möglichkeiten der Verwaltung noch besser darstellen zu können, will ich Ihnen anbieten, und das will ich noch gerne mit den parlamentarischen Geschäftsführern abstimmen, dass wir eine Veranstaltung für die neuen Mitglieder des Hauses machen, in denen wir Ihnen wirklich das Leistungsspektrum und die Möglichkeiten dieser Verwaltung dann auch ein bisschen näher bringen. Aber den Termin und den Ablauf und die Organisation möchte ich gerne noch mit den Vorsitzenden und den PGFs abstimmen. Wie so oft ist Freud und Leid nah beieinander. Und deswegen darf ich Sie nun bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Seit unserer letzten Sitzung ist ein ehemaliger Kollege verstorben, dem wir gedenken möchten. Im Alter von 86 Jahren ist der ehemalige Abgeordnete Jürgen Kloxin am 19. Januar dieses Jahres verstorben. Er wurde am 12. Juni 1932 in Pößneck geboren und hat nach dem Abitur Englisch und Psychologie an der Pädagogischen Hochschule in Berlin studiert und dort das erste und zweite Staatsexamen abgelegt. 1970 wurde er zum Realschulrektor ernannt und wurde 1980 ernannt zum Dezernenten in der Schulabteilung des Regierungspräsidiums Gießen. Er ist 1962 in die SPD eingetreten, war lange Zeit kommunalpolitisch aktiv, ist von 1968 bis 1974 Mitglied des Kreistages Oberlahn gewesen, und 1969 war er Mitglied der 5. Bundesversammlung. Dem Hessischen Landtag hat Jürgen Kloxin ab dem 16. Februar 1967 angehört und schied am 30. November 1978 aus. Während seiner Zeit als Abgeordneter gehörte er verschiedenen Ausschüssen an, unter anderem dem Ausschuss für Beamtenfragen, dem Ausschuss für Eingaben, das war damals oder die damalige Bezeichnung für den Petitionsausschuss, dem Ausschuss für elektronische Datenverarbeitung, dem Haushaltsausschuss, dem Kulturpolitischen Ausschuss und dem Rechtsausschuss. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und den Angehörigen.
Sie haben sich zu Ehren des Verstorbenen von Ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, ich stelle dann die Beschlussfähigkeit fest. Und wir kommen zur Tagesordnung, die Tagesordnung vom 30. Januar 2019, sowie ein Nachtrag vom heutigen Tage mit insgesamt 21 Punkten liegt Ihnen vor. Und wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung Top 16 bis 21 entnehmen können, sind 6 Anträge betreffend einer Aktuellen Stunde eingegangen. Nach § 32 Absatz 6 beträgt die Aussprache für jeden zulässigen Antrag auf Abhaltung einer Aktuellen Stunde 5 Minuten je Fraktion. Und wir werden die Aktuellen Stunden am Donnerstagvormittag abhalten. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, Gesetz zur Aufhebung von Straßenbeiträgen in den hessischen Kommunen, Drucksache 20/105. Wird die Dringlichkeit bejaht? Ich sehe, es gibt keinen Widerspruch. Dann ist das der Fall. Und dann wird dieser Top 22 und kann, wenn denn niemand widerspricht, mit Top 6 zu diesem Thema aufgerufen werden. Wollen wir das so machen? Dann machen wir das so. Und ich frage Sie, es gibt eine Wortmeldung. Ja, bitte. Würden Sie Ihren Knopf drücken, und dann gebe ich Ihnen sofort das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich sehe hier keine Dringlichkeit bei dem Antrag der LINKEN und plädiere deshalb auf Nichtbefassung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese Wortmeldung. Dann würde ich hier abstimmen lassen. Wird die Dringlichkeit bejaht? Wer für die Dringlichkeit ist, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist gegen die Dringlichkeit? Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist die Dringlichkeit mit Mehrheit des Hauses festgestellt worden. Ich frage Sie jetzt, ob wir die geänderte Tagesordnung so genehmigen wollen. Erhebt sich dagegen Widerspruch? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann haben wir die Tagesordnung entsprechend genehmigt. Und wir kommen zum Ablauf der Sitzung, wie im Ältestenrat vereinbart und wie in der Tagesordnung vermerkt, tagen wir heute bis 19 Uhr. Wir beginnen mit der Fragestunde. Das ist die Drucksache 20/29. Und danach fahren wir dann mit Top 5 fort. Ich will Sie noch darauf hinweisen, dass mit den parlamentarischen Geschäftsführern abgestimmt ist, dass der Termin der Wahl der nichtrichterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs, der nach § 2 Absatz 2 des Staatsgerichtshofsgesetzes möglichst in der zweiten Sitzung des Landtages vom Präsidenten zu bestimmen ist, am Dienstag, den 2. April 2019, stattfinden wird. Die Vereidigungen können dann am Mittwoch, den 3. April 2019 oder am Donnerstag, den 4. April 2019, erfolgen. Ich sehe, dass das einvernehmlich so von Ihnen gesehen wird.